Die gegenwärtige Situation bei Fisker ist ungewiss. Aus diesem Grund können wir das Auto momentan nicht empfehlen, obwohl es mir grundsätzlich in meinem Test sehr gut gefallen hat, auch wenn es noch einige Schwachstellen gibt. Und es gibt 21.000 Euro Rabatt auf den Lagerbestand des Ocean. Aber Achtung, es gibt einen kleingedruckten Haftungsausschluss, wonach es ein Risiko für einen eingeschränkten Support und eingeschränkte Services für Fahrzeuge gibt. Käufer müssen daher mit einem dauerhaften Verlust der Durchsetzbarkeit von Sachmängelhaftungs- und Gewährleistungsansprüchen rechnen. Also entweder geht dieses Risiko ein oder eben nicht. Schaut mal hier ganz genau in diesen Haftungsausschluss. Den Autobahntest haben wir vor den aktuellen Ereignissen durchgeführt und wir möchten euch dieses Video nicht vorenthalten. Die Mitarbeiter von Fisker konnten uns zur aktuellen Lage leider keine näheren Informationen geben, aber sie waren zum Tag der Veröffentlichung des Videos noch erreichbar. Seht selbst, was nun in unserem bekannten InstaDriver Autobahntest herausgekommen ist. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Autobahntest Extrem. Neben mir steht der Fisker Ocean Extreme und genauso extrem sind unsere Wetterbedingungen. Ich will ihn nämlich auf den Prüfstand stellen. Wir haben hier die große 106 Kilowattstunden Akkukapazität mit an Bord. Das bedeutet 707 Kilometer WLTP-Reichweite. Aber auf der anderen Seite haben wir kaltes Wetter, wir haben Regen und wir haben Wind. Also die besten Voraussetzungen, um dieses Auto mal richtig auf den Prüfstand zu stellen. Denn mit diesem Reichweitenwunder wird es richtig spannend, aber das ist nicht alles. Wir haben in diesem Auto auch den perfekten Modus für, sagen wir mal, winterliche Verhältnisse, um uns einfach daran zu erinnern. Es gibt auch schöne Seiten in diesem Leben und zwar den California Mode, der einfach richtig genial ist. Zum Beispiel, dass wir einfach unser Dezibel-Messgerät, das wir heute brauchen werden, so aus dem Kofferraum holen können. Wie genial ist das denn? Aber ich sag's euch gleich, dieses Auto ist richtig ambivalent, für mich zumindest. Auf der einen Seite richtig gut gefällt mir dieses Auto. Auf der anderen Seite gibt es doch noch Schwachstellen, sage ich mal. Aber das ist der InstaDriver Autobahntest. Kommt mit. Immer mehr Elektroautos kommen auf den Markt. Unsere Experten beraten dich gerne kostenlos und markenunabhängig in vielen verschiedenen Sprachen, wie zum Beispiel Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch und Türkisch zu allen wichtigen Fragen rund um Elektroautos. Zum Beispiel, wie und wo kann ich laden? Welches E-Auto ist das Richtige für dich und deine Familie? Und was sind die Vorteile eines Elektroauto-Abos? Unter diesem Link hier findest du mehr Informationen und den kostenlosen Link zu einem Beratungstermin. Ja, ausschlaggebend für die Reichweite oder wie sehr wir die Reichweite laut WLTP erreichen, sind Temperatur, Reifengröße und dann auch so Variablen wie Wind und Regen zum Beispiel, weil ein Elektroauto generell so wenig an Energie verbraucht, dass wir solche kleinen Veränderungen einfach auch merken bei unserem Verbrauch. Wir haben hier 20 Zoll Reifen oben, haben aber auch die Option von 22 Zoll Reifen und hier soll laut Fisker, dem Hersteller, nur 6 Kilometer Unterschied liegen, also könnt ihr ruhig auch die größeren Reifen nehmen und braucht nicht so richtig Angst haben wegen der Reichweite. Nun, wir haben hier die große 106 Kilowattstunden Netto-Batteriekapazität, also eine große Batterie in der Extreme-Variante und auch in der Ultra-Variante verfügbar. In der Einstiegsvariante Sport, die um die 40.000 Euro bereits zu haben ist, gibt es eine kleinere Batterie, die hat dann brutto 75 Kilowattstunden, also etwas kleiner. Henrich Fisker ist ja ein gelernter Autodesigner, hat ja den Aston Martin DB9 und den Vantage designt, auch den BMW Z4. Und das merkt man anhand des Autos, aber auch des Schlüssels, der ist einfach schön designt. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass es sich einfach billig anfühlt, weil das Material nicht wirklich hochwertig ist. Aber dazu in unserem InstaDriver-Test mehr. Jetzt soll es nur um die Reichweite und den Verbrauch auf der Autobahn gehen. Let's go! Alright, wir starten jetzt los und ich finde diesen Hollywood-Mode ja richtig cool, auch dass das Display drehbar ist, aber so ein bisschen ein Nachteil ist, ich würde gern auch bei der Fahrt einfach ein Querformat-Display haben, aber sobald wir in den Drive-Modus wechseln, dreht sich der Display leider in die Horizontale. Das ist so ein wenig ein Nachteil. Ich dachte eigentlich, mit dem neuen Software-Update 2.0 wird das nicht mehr so sein, aber wir haben hier heute Nacht abgedatet auf die 2.0er-Software, die gute Sachen mit sich bringt, wie zum Beispiel auch, dass die Bremsscheiben sich einfach auch bei nassem Wetter runterbremsen, automatisch. Also wir brauchen das nicht manuell machen, sondern das Auto macht das per Software. Das ist eine coole Sache, hat ein Tesla zum Beispiel nicht. Aber ihr seht, das wird immer noch in die Horizontale gestellt und das finde ich halt nicht so cool. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt unseren Test und ihr wisst ja, es gibt noch immer keine Verbrauchsanzeige, leider auch in der 2.0er-Variante nicht. Also eigentlich schwierig, den Verbrauch zu messen, aber
hier wie beim InstaDriver, wir können das trotzdem. Wir rechnen nämlich anhand den Prozent runter. Wir haben ja 106,5 Kilowattstunden auf 100% nutzbare Energie. Das heißt, wir nehmen jetzt mal an, 1% sind 1,065 Kilowattstunden. Und rechnen dann uns damit den Verbrauch hoch. Ich merke mir nämlich die Prozentanzeige und die Restkilometer, die er hier mir anzeigt, und rechne dann dementsprechend runter. Und so kommen wir auch dann zu nicht ganz zuverlässigen Verbrauchswerten, aber immerhin einen Richtwert, den wir haben können, was der Fisker Ocean hier so verbraucht. So, ich schalte jetzt mal ganz kurz in den Fun-Modus und beschleunige hier mal raus. Schauen wir mal, dass der LKW hier weg ist. Und nehmen wir gleich Hyper-Modus, ja, wenn wir schon die Extreme-Variante haben. Ohoho. Ah. Das ist ja cool. Das Ansprechverhalten ist jetzt direkt. Das war, soweit ich das bei den ersten Fisker Ocean Tests gesehen habe, sehr indirekt. Aber jetzt mit dem, ich schau mal im Fun-Modus. Ja, beim Fun-Modus ist es immer noch ein wenig zeitversetzt. Aber beim Hyper-Modus, da reagiert es direkt. Das gefällt mir gut. Schauen wir mal im Earth-Modus, was er hier tut. Earth. Ja. Das ist ein wenig indirekt auch, aber zumindest haben wir einen Modus, wo wir direkter fahren können. Wir fahren jetzt im Eco-Modus sozusagen, das ist der Earth-Modus beim Fisker. Beschleunigen jetzt auf 125, weil wir immer 5 km/h drüber fahren. Wir machen jetzt die 120 km/h und schalten dann unseren Zähler zurück. Wir haben leider nur diesen Kilometerzähler, aber er ist gerade auf 63% runtergegangen. Das ist ein guter Moment, um jetzt zu starten. Adaptiver Tempomat würde ich nicht ausprobieren bei dem Fahrzeug, denn dann kracht ja hier hinten drauf. Funktioniert nämlich noch nicht, genauso wie der Autopilot, der Fi-Pilot heißt er hier, funktioniert auch noch nicht. Kommt erst mit dem nächsten Update im April. Also bitte nicht auf den adaptiven Tempomaten hier verlassen, da kracht ihr hinten beim Auto drauf. So, Tempomat gibt's, setze ich auf 125, setze jetzt die Zähler zurück hier. Ah, und er ist gerade sogar auf 62% gegangen. Das ist schnell, das war schnell. Aber perfekter Moment, um auch den Test hier zu starten. Ich notiere mir das mal gleich, 62%, 384 Kilometer. So, damit fahren wir jetzt unsere Teststrecke. Die hat auf 30 Kilometer nur einen Meter Unterschied, was eine super Teststrecke ist, und das probieren wir jetzt aus. Wir messen dann auch Dezibel, dass wir auch die Dezibel haben. Ihr seht, das Wetter ist nicht ideal, aber wir wollen ja einen extremen Test für den Ocean Extreme, um auch zu sehen, wie weit das Auto in extremen Verhältnissen kommt, mit eher kälteren Temperaturen, mit mehr Wind und auch Regen. Das ja alles sehr negative Einflüsse auf die Reichweite haben wird. Bin gespannt, wie er abschneiden wird, aber werden mal sehen. Ja, wie gesagt, zu den Assistenzsystemen kann ich euch eigentlich nichts sagen, außer dass sie noch nicht funktionieren, und zwar überhaupt nicht. Wir haben weder einen Spurhalteassistenten noch einen adaptiven Tempomaten. Wir müssen das Fahrzeug immer in der Spur halten, was eigentlich auch richtig unangenehm ist. Also wenn man gewohnt ist, mit Elektroautos zu fahren, ist es angenehm, einfach auf der Autobahn zumindest den Autopiloten reinzugeben und so, ja, ein bisschen mehr passiv auch Auto zu fahren, wobei man ist ja schon immer aktiv am Schauen, aber das geht im Fisker Ocean gar nicht. Ja, auch das mit der Verbrauchsanzeige finde ich ein richtiges Manko. Ja, hier fallen jetzt auch schon die Kameras runter, die haben auch keinen Bock mehr auf den Fisker. Nein, also ich muss sagen, Bock habe ich auf das Auto, weil es hat so ein paar richtig coole Sachen. Leider aber auch ein paar Sachen, die für mich gar nicht gehen. Also Verbrauchsanzeige wäre so ein Thema. Das nächste Thema ist einfach auch, dass sich das Display wieder in die Horizontale hier stellt. Und die Software an und für sich, die ist meines Erachtens nicht wirklich ausgereift. Wir haben zwar eine Ladeplanung jetzt mit dabei, das finde ich gut. Also wenn wir hier Berlin eingeben, dann zeigt er uns auch den einen Ladestopp an, den wir benötigen würden, um von hier Umkreis von Wien nach Berlin zu kommen, was eigentlich schon ein guter Wert wäre, nur einmal laden bis nach Berlin. Das sind ja ca. 630 Kilometer von hier. Ihr seht, er zeigt uns jetzt hier uns an, 7 Stunden, 18 würden wir noch brauchen. Wir sind nicht mal voll jetzt, wir haben 61%, würden eine Ladung brauchen, die insgesamt 40 Minuten dauern sollte doch. Und würden dann mit, ich glaube, 14% in Berlin auch ankommen. Wir drücken mal los, ist dann auch noch schön, weil wir sehen hier auch, bis zum nächsten Ladestopp sind es jetzt 40 Minuten. Dort haben wir dann 18% und laden auf 82% in 40 Minuten. Mhm.
Also die Informationen, die sind für mich okay. Das passt für mich auch. Das Navi ist ein wenig ruckelig, muss man sagen. Also gerade auch, wenn man so zur nächsten Ausfahrt schauen möchte, wo geht es jetzt hin, Gesamtstrecke anschauen, dann ist das etwas mühsam. Denn es hängt hier doch und bis dann alles geladen ist, dann dauert das doch etwas. Das ist für mich doch schon ein großer Minuspunkt, muss ich ehrlich gestehen. Auch hier, es erinnert mich so das Display ein wenig an den Mustang Mach-E. Bin gespannt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Also, wie ich das erste Mal eingestiegen bin, habe ich mir gedacht, so ja, sehr ähnlich zum Mustang Mach-E. Aber ich finde hier leider zu wenig Anzeigen. Ich finde, hier wäre auch toll, wenn man auch den Verbrauch auch zum Beispiel sehen würde. Ja, ich sehe jetzt hier das Navi so eingeblendet, geradeaus 20 Kilometer auf der S5, okay. Ja, haut mich nicht wirklich vom Hocker. Was kann ich euch noch erzählen über das Auto sonst? Was richtig cool ist, sind diese Sonnenblenden, Aston Martin Sonnenblenden. Sowas findet man ganz genau so im Aston Martin. Und in einem Sportwagen braucht man auch solche kleineren Sonnenblenden, muss man sagen, weil einfach es komisch aussehen würde, wenn in diesem schmalen, eleganten, kleinen Auto dann so eine fette Sonnenblende wäre. Und hier ist es genau umgekehrt. Wir haben ein riesen SUV und trotzdem diese kleine Sonnenblende, die richtig geil auch verarbeitet ist. Also richtig stark gemacht, muss man sagen. Richtig stark gemacht. Auf der anderen Seite kommt einem dann hier so ein Türgriff wie dieser entgegen, der aus komplett billigem Plastik ist. Und es fühlt sich so an, wenn wir hier einmal zu fest anziehen, dass man den in der Hand hat, dass der gleich auch wieder abbricht. Also das ist wirklich, das ist für mich was sehr Kontroverses. Also einerseits hier richtig gut, andererseits hier richtig, aber richtig schlecht. Nicht nur so ein wenig schlecht, sondern richtig schlecht. Ja. Unverständlich, wirklich unverständlich. Aber okay, damit muss man beim Fisker einfach rechnen. Das Auto ist was Besonderes, aber hat auch Mankos. Ja. So, eine Sache habe ich euch noch verheimlicht, und zwar, wie fährt es sich denn auf der Autobahn und wie ist das Sitzgefühl? Nun, also vom Sitzgefühl muss ich sagen, sitzt man sehr bequem. Auch hier die Handauflage ist in einer guten Höhe. Man hat viel Platz, man fühlt sich wohl. Auch mir gefallen die Sitze extrem gut. Auch mit diesem Alcantara viel, das trotzdem aus nachhaltigem Kunstleder ist, finde ich sehr gut. Finde ich schön gelöst. Auch das Fahrgefühl ist sehr komfortabel und vor allem leise. Ihr werdet dann gleich die Dezibelwerte eingeblendet sehen. Wir fahren 135 und es ist relativ leise hier im Auto. Zumindest leiser als in den meisten Autos, auch in dieser Preiskategorie. Was mir auch gut gefällt, ist dieser Totenwinkelwarner hier, der hier gelb wird. Wenn ihr das sehen könnt hier auf der Seite, das ist gut. Jetzt seit Software 2.0 ist es auch zuverlässiger, sage ich mal, als vorhin. Vorher war es einfach nur noch ein Gepiepse. Aber ja, das ist zumindest etwas besser geworden mit der Software 2.0. Fahrgefühl ist sehr gut, obwohl ich sagen muss, man spürt die Straße relativ wenig. Also es ist sehr komfortabel, aber schon so komfortabel, dass ich wenig Gefühl habe, okay, wie würde das Auto jetzt reagieren, wenn ich voll bremsen würde oder wenn ich mal stärker einlenken würde. Das kann ich sehr schlecht abschätzen bei diesem Auto, muss ich sagen. Aber ansonsten fährt er sich richtig gut. Ich mag auch das Gefühl hier im Auto mit diesem, ja, Velour oder Alcantara, da ist es wirklich, wirklich sehr schön gelöst. Das fühlt sich sehr heimelig an und man fühlt sich sehr wohl in dem Auto. Aber jetzt zu den aktuellen Verbrauchswerten. Here we go. So, machen wir jetzt einen Blick auf die aktuellen Verbrauchs- und Reichweitenwerte. Die Temperatur ist 7,5 Grad, 20 Zoll Reifen sind montiert und wir haben 106,5 Kilowattstunden nutzbare Akkukapazität. Bei 100 km/h haben wir 22 Kilowattstunden verbraucht und damit eine rein rechnerische Reichweite bei 100% Akkuladung von 484 km. Bei 120 km/h hatten wir dann doch etwas mehr, 31,5 Kilowattstunden verbraucht und eine Reichweite von 338 km. Und bei 130 km/h hat der Fisker Ocean sogar 33 Kilowattstunden unter diesen Bedingungen verbraucht und damit nur eine Reichweite von 322 km. Ihr seht, also die Reichweitenwerte hängen sehr stark auch von der Temperatur und vom Wind bzw. auch von Regen ab. Vergesst nicht, alle Werte sind unter diesen genannten Bedingungen gemessen worden. Wir haben denselben Test auch nochmal bei Schönwetter und 13,5 Grad Celsius gemacht. Der Verbrauch bei 100 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit war 21,5 Kilowattstunden und damit ergibt sich eine Reichweite von 495 km.
Bei 130 km/h waren es 29,4 Kilowattstunden und damit 362 Kilometer Reichweite. Ja, das war ja ziemlich aufschlussreich. Man könnte sagen, jetzt weiß ich, warum Henrik Fisker uns hier keine Verbrauchsdaten im Auto gibt. Aber ja, es ist doch etwas ernüchternd, trotz 106,5 Kilowattstunden Batterie nur 322 Kilometer Reichweite unter diesen Bedingungen zu haben. Man könnte aber auch sagen, okay, das waren schon extremere Bedingungen. Wir hatten Wind, wir hatten Regen und wir hatten nicht allzu warme Temperaturen, also doch schon winterliche Temperaturen um die 7,5 Grad. Daher, schwierig eine Meinung zu machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich finde, es passt eigentlich sehr gut zum Gesamtbild des Autos. Denn einerseits finde ich das Auto extrem toll, auf der anderen Seite hat es auch noch extreme Schwachstellen, wie dass immer noch kein Autopilot vorhanden ist, adaptiver Tempomat gibt es auch noch nicht und die Software, ja, gibt es halt noch so ein paar Themen bei diesem Auto. Aber seht euch mal diese Rücklichter an, die machen es dann am Abend einfach wieder gut, muss man sagen, wenn man das Auto zu Hause ansieht und man hat wieder Freude bei dem Auto. Und so geht es mir, glaube ich, die ganze Zeit bei dem Auto. Einerseits denke ich mir, wow, es sieht ja richtig fantastisch aus. Also Automobildesign, das kann er, der Henrik Fisker. Und ich glaube, man sieht auch an dem Auto, dass es gar nicht so einfach ist, ein neues Auto auf den Markt zu bringen. Und was für eine tolle Arbeit eigentlich Tesla gemacht hat, muss man sagen, Tesla hat genauso Schwachstellen. Aber als Gesamtpaket, gerade auch mit der Software, haben sie einfach ein richtig gutes Produkt und das schon ziemlich früh auf die Straße gebracht. Und man sieht am Fisker-Beispiel hier, dass es gar nicht so einfach ist. Und meine Meinung ist, ich habe das Auto richtig gern, ich finde es auch richtig cool. Und wenn die Schwachstellen weniger werden, dann glaube ich auch, dass der Fisker Ocean ein richtiger Verkaufsschlager sein könnte. Denn vergesst nicht, er fängt auch ziemlich gut an. Bei um die 40.000 Euro geht's los. Bekommt man zwar nicht die Extreme-Variante, aber vielleicht ist die eh zu extrem zwischen, ja, weniger gut und extrem gut. Ja, ansonsten, falls ihr nicht den Fisker Ocean, sondern ein anderes Elektroauto im Abo haben wollt, dann schaut unter diesem Link hier rein, da könnt ihr euch gerne einen kostenlosen Beratungstermin ausmachen bei Fragen rund um Elektroautos. Was ist das richtige Elektroauto für mich? Wo kann ich denn laden? Wie ist das denn mit der Förderung? Und was ist der Unterschied zwischen einem Abo, einem Leasing und wenn ich das Elektroauto kaufe? Kurz gesagt, habt ihr hier keine Sorgen wegen Restwertrisiko, auch keine Akkurisikosorgen und ihr habt alles inklusive in einer monatlichen Rate inbegriffen. Das ist ein komfortabler Vorteil, ihr müsst euch auch um weniger kümmern, auch die Anmeldung und die Förderabwicklung wird alles von InstaDrive gemacht, also eine richtig coole Sache. Schaut mal rein, und in diesem Link hier gibt es mehr Infos. Ja, ansonsten werde ich jetzt noch meine Runde drehen. Nächste Woche gibt es dann, oder übernächste Woche gibt es dann unseren großen ausführlichen Test mit dem Fisker Ocean im InstaDriver, wo ihr alle Vor- und alle Nachteile des Autos dann seht. Und ich freue mich jetzt schon, mit dem hier noch ein paar Runden zu drehen. Ansonsten gibt es nur noch eines zu sagen. Schaltet ein beim nächsten Video, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi!